Herzlich willkommen zur 87. Folge von HTV. Heute dreht sich alles rund um das Thema Essen und den Essgewohnheiten am WHG. Wieder mit dabei ist das Schmorlabor, die Schülerumfragen im Schulhof und wir haben heute unsere neuen Referendare hier im Studio zu Gast. Und da unser heutiges Thema Essen ist, haben wir uns überlegt, einen Live-Koch zu organisieren. Unser Live-Koch ist Jonas. Hallo. Jonas ist normalerweise zuständig für Ton und Kamera hier bei HTV, aber kocht uns heute ein Gericht, das ihr auch ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. So Jonas, dann zeig uns doch mal, was bei dir auf dem Tisch steht. Also ich werde heute einen Pfannen-Aprikosenkuchen backen. Dazu stehen hier schon die Zutaten. So, dazu braucht man 100 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver und ein Päckchen Vanillinzucker. 100 Gramm Zucker, 4 Eier, 25 Gramm Mandelsplitter, 350 Gramm Aprikosen oder andere Obstsorten, einen halben Liter Milch und zum Einfetten der Pfanne ein bisschen Butter. Ich fange jetzt damit an, die Mandelsplitter ein bisschen anzurösten. Okay, Jonas, wir wünschen dir noch viel Spaß beim Kuchenbacken. Und wir hoffen, dein Kuchen wird was. Und jetzt geht's weiter mit Jana und Leonie mit den Essgewohnheiten hier am WHG. Eins. Bei uns geht's jetzt auch direkt los mit dem Thema Essen. Wir haben nämlich drei Gäste da. Und die dürfen jetzt erstmal sagen, was sie uns mitgebracht haben. Nisha, du kannst dich anfangen. Okay. Also ich bin die Nisha. Ich habe jetzt eher Sachen aus dem Land Indien mitgebracht. Und zwar habe ich erstmal einmal Mangolassi mitgenommen. Und dann noch einen indischen Tee. Und dann sieht man vorne noch drei verschiedene Gewürze. Ja, das sind meine Sachen, die ich mitgebracht habe. Ja, ich bin der Philipp. Ich habe Fischsoße aus Asien mitgenommen. Das ist halt so eine Zutat, die fast jeder nach Speise aus Asien enthalten ist. Ich bin der Leander und ich habe einen Apfel mitgenommen und ich möchte später noch etwas über den Veggie Day erzählen. Nisha, du hast jetzt gemeint, das ist typisch so für indische Gerichte. Zu was trinkt man sowas denn so? Also den indischen Tee trinkt man meistens immer, also so wie wir in Deutschland unseren Tee zum Frühstück trinken, ist es genauso auch in Indien. Aber auch nachmittags oder am Mittag, also es wird fast, sag ich jetzt mal, durchgehend einfach getrunken. Ja. Und die Gewürze, sind das so spezielle Indien? Also gibt es jetzt nur in Indien und für was benutzt man dort? Also Curry, also denke ich mal, kennt jeder jetzt. Curry gibt es auch hier. Und die anderen Gewürze gibt es auch hier. Hier gibt es ja auch indische Läden und da bekommen wir auch all unsere Gewürze. Und wie gesagt, also Curry ist eines der bekanntesten indischen Gewürze und das kommt auch meistens in allen Essensarten rein. Ja. Und deine Fischsoße, Philipp? Ja, die Fischsoße, die stinkt halt ziemlich, aber die wird in so die meisten richtigen Speisen aus Asien so reingemacht, auch wenn man das so gar nicht rausschmeckt am Ende. Zum Beispiel in Nudelsuppen oder wenn Fleisch eingekocht wird oder so. Das ist eigentlich überall drin. Und du hast gesagt, die stinkt. Schmeckt das dann auch? Nee, das schmeckt nicht so wie es oder? Nicht. Okay, gut. Das schmeckt nicht raus. Okay. Und wenn ihr so zusammen esst, ist es so, wie es bei uns ist, oder kann man jetzt irgendwas sagen, wo man sagt, ja klar, das ist total anders, als man hier zum Beispiel in Deutschland zusammen isst, so von einer Esskultur. Also bei mir ist es so, es kommt darauf an, also in Indien essen noch ein paar Leute mit den Händen, also es gibt kein Besteck. Und also ich würde sagen, das wäre jetzt ein Ding, was jetzt ein Unterschied wäre. Und jetzt so auf Schnelle würde mir nichts einfallen. Also ja, sonst ist alles gleich. Also wir essen auch dann zum Frühstück, Mittag und Abend. Okay. Bei uns ist es halt so, das ist halt so typisch asiatisch, da gibt es Stäbchen. Ja. Und also in Asien selbst ist es normalerweise, nicht normalerweise, aber es ist öfters so, dass die Familie sich mit den ganzen Verwandten so trifft und dann abends halt man so richtig groß ist, statt immer ein normales Abendessen zu machen. Mhm. Und da wird dann auch ab und zu mal getrunken. Okay. Und so typisches Essen oder Trinken, gibt es das bei euch immer oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es bei dir jetzt nur indisches Essen zu Hause oder auch mal so, ich weiß nicht, ein Schnitzel oder so, weißt du? Ja, so
oder? Also, mein Papa kommt ja aus Indien, meine Mutter aus der Türkei, also ich esse auch türkische Gerichte und meine Mama wechselt es halt auch gerne ab. Also es kommt mal was Türkisches, mal was Indisches, aber auch einfach Pommes mit Schnitzel kommt auch mal vor. Also die schmeckt mir genauso gut wie die anderen Gerichte. Und was auch wichtig ist, dass auch in Indien es viele Vegetarier gibt und deshalb, also ich esse auch sehr viel Gemüse und auch, also meine Mama passt schon auf die Ernährung auf und ja. Okay. Bei dir, Philipp? Ja, das ist auch so, dass es bei uns auch europäische Gerichte gibt, aber es gibt halt auch ziemlich oft asiatisch und da werden auch Sachen abgewechselt einfach, zum Beispiel manchmal Fleisch mit Nudeln und dann auch mal einfach mit Reis oder so. Mhm. Nina, du hast jetzt schon die Vegetarier angesprochen, deswegen ist ja auch der Leander hier. Du bist selbst kein Vegetarier, aber du hast ein bisschen mitgeholfen, bei uns an der Schule den Veggie Day zu organisieren. Kannst du da vielleicht mal zu was sagen, was das ist und wie das abgelaufen ist? Ja, also zuerst hatten wir in unserem Religionsunterricht auch das Thema Ernährung und allgemeine Lagen in anderen Ländern. Und dann sind ein paar von uns auf die Idee gekommen, so einen vegetarischen Tag einzuführen und haben erstmal Unterschriften gesammelt, haben das aber dann nicht so richtig weitergeführt, außer mir halt. Und dann sind wir zu den Kioskbesitzern gegangen und haben die erstmal gefragt, ob die damit einverstanden sind. Und auch der Herr Klees, den haben wir auch gefragt, der fand es auch interessant, dieses Thema. Und dann haben wir mit den Kioskbesitzern ausgemacht, dass wir einmal im Monat so einen vegetarischen Tag haben, wo statt normalem Schnitzel vegetarische Schnitzel verkauft wird oder so. Okay. Und du bist ja, habe ich bei Ihnen gesagt, selbst kein Vegetarier. Ist es dann nur so durch den Rallye-Unterricht gekommen oder gibt es vielleicht auch Vegetarier in deinem Umfeld, ich weiß nicht, in der Familie oder Freunde, wo du das auch mitbekommen hast, wo du gedacht hast, ja, warum nicht, könnte man sich mal für einsetzen? Meine Mutter selbst war Vegetarierin, als sie mit mir schwanger war und hat dann aber aufgehört, als ich geboren wurde. Mhm. Kennt ihr vielleicht irgendwelche Vegetarier oder so? Ja, also in meiner Familie gibt es viele Vegetarier, habe auch viel Kontakt also zu diesem Thema und stehe dazu auch eigentlich sehr offen, also bin für neue Sachen immer da. Mhm. Ja. Ja, bei uns ist es genauso, da gibt es auch ab und zu mal ein vegetarisches Gericht und ein paar aus meiner Familie sind auch vegetarisch. Okay, habt ihr schon mal so vegetarisches Essen probiert, so vegetarisches Schnitzel oder sowas? So Tofu oder ich weiß nicht. Also ich habe selbst auch mal probiert, so gehackt das und so schlecht war das gar nicht. Ja. Ich habe sogar am Anfang nicht mal den Unterschied gemerkt. Ja. Wie war das bei euch auch mal so? Also habt ihr es mal probiert? Also bei mir war es, glaube ich, in der Schulzeit. Da haben wir, glaube ich, auch so ein Alternativschnitzel bekommen. Und das war ja, glaube ich, auch mit Karotten und Kartoffeln. Und also es hat mir wirklich gut geschmeckt. Und sowas würde ich auch öfters da essen. Also da habe ich jetzt keine Angst davor irgendwie oder. Also es gibt dich, also schmeckt genauso. Ja. Und du, Leander, hast du auch schon mal sowas probiert? Ja, meine Schwester ist auch sehr viel vegetarisch, aber ist keine so richtige Vegetarierin. Aber bei ihr probiere ich manchmal mit und so Tofu esse ich manchmal mit meiner Oma. Philipp, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, selbst Vegetarier zu sein? Irgendwie nicht so, aber also vegetarisch geht manchmal. Ich habe auch schon zu Hause Tofu bekommen von meiner Mutter, aber jetzt nicht wirklich so ein Tofu-Schnitzel oder so, einfach nur normales gebratenes Tofu oder so. Und weißt du jetzt zum Beispiel, ob dieses Projekt bei anderen ankommt? Hast du zum Beispiel schon mal von irgendwelchen Mitschülern gehört, die gemeint haben, ja, das Projekt ist voll toll, das finden wir voll toll? Also ich persönlich wurde darauf noch nicht angesprochen, aber ich habe selbst bemerkt, dass bei den Kiosk auch sehr viele Leute auch am vegetarischen Tag sich was kaufen wollen. Von meinen Klassenkameraden habe ich jetzt allerdings nicht so gute Rückmeldungen bekommen. Okay. Ja, okay. Aber dann hast du ja immerhin ein paar, das ist gut fand und dann ist es ja gut geworden. Ich weiß nicht, bei euch, habt ihr das überhaupt selbst mal so mitbekommen oder ist es so präsent, sage ich mal, dass es sowas gibt? Also ich habe einmal davon erfahren, dass die Kinder es durchsetzen wollen, aber dann es nicht geklappt hat. Und erst so vor 3 Wochen wollte eine Freundin von mir vom Kiosk aus taufen und kam sie dann auch zu mir und hat gemeint, oh, es ist Veggie Day und die Sachen sind so schön, schmecken so toll. Also erst da habe ich dann also erfahren, dass es wirklich durchgesetzt wurde und ja. Okay.
Also ich habe jetzt auch nicht wirklich gewusst, dass es durchgesetzt wurde, so, aber ich habe schon gemerkt, dass es manchmal am Stand so ein Veggie-Schnitzel gibt. Aber mehr auch nicht. Weißt du, an welchen Tagen das ist, Leon? Also könntest du das sagen jetzt? Oder? Ja, wir haben auch, nachdem ich das unserer Religionslehrerin gesagt habe, haben wir Plakate gemacht und die hängen dann jeden Veggie Day auch an den Haupteingängen und so. Und das ist jeden ersten Donnerstag im Monat. Ah, okay. Und jetzt auch noch zum Thema Essen, würde ich euch gerne fragen, was euer Lieblingsessen ist. Also bei mir ist es Börek. Das ist etwas Türkisches, also sind so Teiggerichte. Ja, also es sind gefüllt mit Fleisch oder Spinat, Käse, also kommt auch an. Und ja, das schmeckt mir auch wirklich sehr gut. Bei dir, Philipp, ist es irgendwas mit Fischsoße? Ja, das ist eine gute Sache, wenn ihr als Frau. Also da ist ein Reismittel drin und es ist halt so eine Gemüsebrühe und da ist auch Fleisch und so drin und es ist halt mit Gemüse garniert und so. Und lecker. Ich persönlich mag asiatisches Essen auch sehr. Also gebratene Nudeln, Sushi, das esse ich sehr gerne. Okay. Könnt ihr auch selbst? Könnt ihr auch selbst kochen? Ja, also ich schaue ja alles von meiner Mama ab und also ich kann schon selbst kochen und ja. Bei mir ist, also ich helfe meiner Mutter auch manchmal beim Kochen, aber ich könnte jetzt nicht wirklich so ein richtig großes Gericht alleine kochen. Also manche Gerichte brauchen schon. Also, ja, manche muss man halt so am Tag davor schon vorbereiten, wie so eine Suppe. Okay. Was muss man da alles machen? Also manchmal muss man in Suppe so Kram einlegen, das muss man dann halt schon ziemlich lang einkochen, also schon am vorherigen Tag. Okay. Und damit halt der Geschmack rauskommt und dann am nächsten Tag wird weitergekocht mit Gemüse und so. Mhm. Ich persönlich kann außer Gemüsebrühe und Fertiggerichten überhaupt nicht kochen und ich gucke mir bei meiner Mutter da auch nicht sehr viel ab. Okay, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es auch bei mir irgendwann nochmal, wenn ich mal ausziehe oder so, dass ich dann auch ein paar Gerichte auf Lager habe. Dann muss es, ne? Ja. Ja. Wenn ihr so zum Beispiel jetzt in der Schule irgendwas kauft oder euch was mitnehmt, was ist denn das dann so? Also bei mir ist es einfach ganz normal ein belegtes Brötchen oder einfach Brot mit Nutella. Oder also meistens nehme ich auch jeden Tag eine Banane mit. Ja, das war's. Bei dir, Philipp? Wenn ich mir was hole, dann ist es meistens eine Brezel oder halt ein belegtes Brötchen. Du bist bei jemandem ausleihen. Das stimmt. Ja. Wenn ich was von daheim mit in die Schule mitnehme, ist das auch meistens einfach ein belegtes Brötchen. Und wenn ich mir was kaufe, auch meistens sowas oder eine Brezel. Mhm. Wir haben auch eine Umfrage gestartet, was denn die Schüler an unserer Schule so essen, wenn sie, was sie in die Pause mitnehmen. Dafür seht ihr jetzt noch eine kleine Mahlzeit. Mein Lieblingsessen ist Lasagne und Pizza. Lasagne! Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Pommes, also mit Schnitzel und Nuggets oder Burger. So ist das. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti mit Spinattaschen. Pizza. Leberknödel. Pizza. Also eigentlich ist es Kartoffelbrei, aber was ich auch voll gern esse, ist von meiner Oma so Kartoffelpfannkuchen. Das ist voll lecker. Nein. Rührei. Nicht gut, nein. Leider nicht. Aber ich muss es mal lernen bald. Kommt drauf an. Was kannst du kochen? Ravioli. Nein. Ja. Was kannst du kochen? Es gehört Eier dazu. Eier. Nach Rezept ja, manches auch ohne Rezept. Was kochst du so? Meistens Nudeln. Also uns kommt es meistens über, deswegen ja. Brötchen. Ja, mit Belag. Brot. Salami, Schinken. Viel Theater im letzten Schuljahr. Im Juni gab es zwei Leckerbissen für Theaterbegeisterte.
Die junge Theater AG lud am 2. Juni zu einem Krimiabend ein, an dem 3 Kurzkrimis aufgeführt wurden. Die Veranstaltung war laut Frau Tisken ein voller Erfolg. Einen weiteren Erfolg verbuchte die Theater AG mit ihrer Aufführung der tragischen Komödie Der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt am 23. und 24. Juni. Die Aufführung wurde von 5 ehemaligen Schülerinnen und Schülern unterstützt. Der Eintritt war wie immer frei. Zur Info: Die junge Theater AG trifft sich in diesem Schuljahr immer dienstags in der 7. Stunde. Die große Theater AG trifft sich mittwochs in der 7. und 8. Stunde. Die Welt tanzt. Vor den Sommerferien am 5. Juli fand das Sommerkonzert unserer Bläserklassen, der Chöre, des Orchesters und der Big Band statt. Durch das abwechslungsreiche Programm leitete Darius Sobolewski. Höhepunkt zum Schulende. Am Freitag vor den Ferien fand unser Schulfest statt. Der Höhepunkt war die Bekanntgabe des Erlös unseres Spendenlaufs und die Übergabe der Hälfte der 28.816,20 € an das Kinderhospiz Sterntaler. Die Klasse 5b, jetzige 6b, erlief den höchsten Betrag pro Schüler und darf somit in diesem Jahr mit ihrem Klassenlehrer Herr Kölsch einen zusätzlichen Wandertag verbringen. Projektwoche. In der allerletzten Schulwoche fand dieses Jahr unsere Projektwoche statt. Es wurden zahlreiche Projekte zu den verschiedensten Themen angeboten. Einige davon bereiten uns auch noch in diesem Schuljahr Freude. So zum Beispiel die Papiermülleimer des Projektes von Frau Kamens und Frau Seitz, die vom Unkraut befreiten Beete des Projektes um Frau Kubik und Frau Kemper oder die Terrarien von Herrn Schmor. Gottesdienst. Am letzten Freitag vor den Ferien fand wie jedes Jahr der Abschlussgottesdienst des WAG statt. Das diesjährige Thema des Gottesdienstes war Zeit. Gehalten wurde der Gottesdienst von Pfarrer Verdelis. Nach dem Gottesdienst bekam jeder Gast einen Ferienkalender geschenkt. Danke, Laura. Bevor wir zu unseren nächsten Gästen kommen, schauen wir nochmal bei Jonas und seinem Kuchen vorbei. Jonas, wie bist du vorangekommen? Also der Kuchen brutzelt jetzt schon schön. Wir können jetzt die letzten Apfelwurst noch drauflegen. Und dann kann er jetzt noch eine Zeit lang in dem Topf brutzeln, bis er gut ist. Was glaubst du, wie lange noch? So 10 Minuten. Okay. Ja, jetzt geht es schon weiter mit unseren nächsten Gästen. Und zwar darf ich Frau Koch und Herr Stich bei uns begrüßen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Sie sind beide Referendare bei uns. Erstmal vielleicht an Sie, Herr Stich, wie lange sind Sie dort schon an unserer Schule? Wir sind hier seit dem 10. Juli. Ja, beide, okay. Und das ist jetzt sozusagen der letzte Schritt, bevor Sie dann offiziell Lehrer sind? Ja, hoffentlich. Sehr gut. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt hier im WHG? Also mir gefällt es sehr gut hier, also mir gefällt vor allem ja, das Klima an der Schule, der Umgang der Schüler untereinander, der Umgang zwischen Lehrern und Schülern und auch das Kollegium ist sehr hilfsbereit. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, also sehr nettes Kollegium, super Schüler, mir gefällt es sehr gut. Gibt es was, ja. was Ihnen nicht so gut gefällt vielleicht am WHG, was Sie ändern würden oder ist alles perfekt? Also ich habe noch nichts entdeckt bisher. Mir wird spontan auch nichts anfallen. Was für Fächer unterrichten Sie überhaupt? Ich habe Englisch und Geschichte. Also. Ja, meine Fächer sind Mathe und Latein. Okay. Und wo haben Sie studiert? Ich habe in Trier studiert. Okay. Wie sind Sie dann hierher gekommen? Also ich komme eigentlich aus Landau, habe dann in Trier studiert und wollte dann wieder in die Pfalz und bin in Ludwigshafen gelandet. Sehr gut. Bei Ihnen? Ja, ich habe in Mainz studiert und mit dem Referendariat in Rheinland-Pfalz ist es halt so, dass man sich aufs ganze Land bewirbt und dann wird man zugeteilt. Von daher bin ich jetzt hier. Aber es gefällt mir gut, ja. Das freut uns. Und wir wollen natürlich auch die ganz klassische Frage stellen, warum Sie überhaupt Lehrer geworden sind. Ich glaube, das fragen wir so ziemlich jeden Referendar, der hier vorbeikommt. Aber wir haben gedacht, die Standardfrage muss kommen. Bei Ihnen, Herr Stich, können Sie da sagen? Finde ich eine schwierige Frage. Also ja. Zum einen mag ich meine Fächer gern und habe überlegt, was man da machen kann. Und ja, also mir macht es auch Spaß, mit den Schülern zu arbeiten. Ich denke, das war die Hauptsache. Ja, das freut uns. Bei Ihnen? Ja, bei mir ist es ähnlich. Es ist vor allem, dass es mir viel Spaß macht, zu unterrichten. Und ja, ich denke, das ist gerade in Mathe und Latein so. Das kennt bestimmt jeder, wenn man was nicht direkt versteht oder sich fragt, warum das so ist oder so.
Und dann auf einmal macht so Klick und man denkt, aha, und man freut sich total. Ja. Und ja, es macht mir total viel Spaß, Schülern dabei zu helfen. Ja, dann zuzusehen, wie es dann doch noch klickt. Genau, und dann freue ich mich auch. Ja, das glauben wir. Das ist bestimmt auch toll, wenn man auch so was dazu beitragen kann als Lehrer sozusagen. Ja. Und was sind so Ihre Hobbys? Ja, also ich spiele Basketball im Verein bei Bad Bergzabern. Mhm. Ich gehe sehr gerne wandern. Kochen ist auch eines meiner Hobbys. Ja, ansonsten ist eigentlich als Referendar gar nicht sonst so viel mehr Zeit. Ja, ich denke, bei mir ist es ähnlich. Also natürlich Freunde treffen oder sowas. Gehört ja bei jedem, wenn ich dazu. Aber ich bin auch sehr viel draußen, also zum Laufen gehen oder auch wandern oder Fahrradfahren. Also auch draußen viel Sport unterwegs. Und jetzt, Sie haben gerade Kochen angesprochen, wir wollen natürlich auch Sie was zu unserem heutigen Thema fragen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kochen Sie auch gerne, oder? Ich kann es nicht besonders gut, deswegen lasse ich es meistens lieber. Wir kochen denn bei Ihnen? Immer wer gerade Spaß ist, ja. Okay, also immer so abwechselnd, so genau. Der dann mal muss. Genau, und dann gibt es halt auch noch Tiefkühlpizza oder Nudeln. Das ja, ist, das ist ja. Schön, so ein Ding. Ja. Und was kochen oder essen Sie am liebsten? Ich esse am liebsten, ja, ich habe mein Auslandssemester in Schottland verbracht, auf einer Schaffarm. Und ja, seitdem liebe ich Haggis, weil man das hier auch nicht so kriegt. Muss ich wahrscheinlich erklären. Ja. Ja, das ist ein Schafsmagen, der mit Schafinnereien gefüllt ist. Also klingt unglaublich eklig, schmeckt aber unglaublich gut. Ist es dann fest oder ist das so? Das ist so eine Masse mit Hafer noch, also ein bisschen Konsistenz wie Hackfleisch. Okay, und das schmeckt gut? Ja. Oder? Ja. Klingt nicht so, aber ja. Kochen die das dann auch selbst zu Hause? Oder? Ah, das ist mir zu eklig. Okay. Willst du bei jemandem zu Hause bei Ihnen essen oder würden Sie das essen dann? Wahrscheinlich nur ich. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja mal die Gelegenheit. Bei Ihnen, Frau Koch, was essen Sie am liebsten? Also wenn Süßigkeiten zählen, dann würde ich jetzt sagen Kinderschokolade. Ja. Aber ja, und sonst Pizza. Ja, das ist mein Lieblingsessen. Okay. Ja, wir haben auch ein paar Sachen vorbereitet, weil es geht auch ums Thema Kochen. Und das sind sowas wie so Foodtags sozusagen. Wir haben auch im Internet ein bisschen recherchiert gehabt, was es da so gibt. Und das soll sozusagen das Leben oder das Kochen erleichtern. Und da würden wir gerne mit Ihnen ein paar Sachen ausprobieren. Wir haben zum Beispiel hier einen Knoblauchzehe in so eine Tupperbox eingepackt. Und Ziel des Ganzen ist, dass man die Knoblauchzehe, also dass sie die sozusagen von selbst schält, indem man schüttelt. Ich glaube, wir hatten das sogar vorher mal ausprobiert, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Aber ich könnte sie auch. Probieren? Ja, die kann man probieren. Ja. Ja, also falls Sie das nächste Mal wieder kochen, dann können Sie das mal ausprobieren. Und wir haben auch so genau Trennen von Eigelb und Eigelb und Eigelb. Das könnten Sie vielleicht mal ausprobieren. Und zwar soll man hier mit der mit dieser Flasche so dran drücken und dann an das Ei gelb rangehen und dann das loslassen und dann soll sich das loslassen. In die Flasche sozusagen so festhalten und dann so dran an das und dann so langsam loslassen. Sehr gut. Das war spannend, aber ja. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, gut. Wenn man nicht so gut ist oder geübt ist im Trennen, so wie ich zum Beispiel. Und jetzt läuft immer alles irgendwie so in Hälfte raus, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. So, der letzte Lifehack, Lifehack. Und zwar kennt es, glaube ich, jeder beim Zwiebelschälen. Weint. Und jetzt würden wir mal sagen, gucken wir mal, weil anscheinend würde es helfen, wenn man Wasser im Mund hat und es dann die Augen weniger drehen. Und jetzt würden wir mal sagen, dass vielleicht Sie Wasser im Mund. Also mit Wasser im Mund, genau, mit Schluck Wasser im Mund ausprobieren und der Stich ohne und mal schauen, ob es einen Unterschied gibt. Genau, einfach mal dann die Zwiebel schneiden auf dem Teller und nochmal gucken, ob man irgendwie einen Unterschied merkt. Also einfach so einen Schluck Wasser in den Mund behalten und dann gucken, dass man nicht lachen muss.
10. Können wir gleichzeitig dann? Ja, würde ich sagen. Zwei Messer da. Auch überhaupt nicht anfangen zu weinen. Ja, genau. Niemand sagen. Mal ein bisschen dran schlucken oder so. Und? Ja? Hauptsache, man scheidet sich nicht. Die Messer sind auch nicht so leicht, glaube ich. Man kann riechen oder so. Scheint zu funktionieren. Ja? 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 Bei Ihnen? Es geht. Ein bisschen. Aber man merkt, dass es brennt. Also ja. Bei mir brennt nicht. Sehr gut, dann hat es ja auch funktioniert. Hat alles funktioniert. Also, falls mal ein Zuschauer das ausprobieren möchte, bei uns hat es geklappt. Ich denke, das klappt auch zu Hause. Und dann danke, dass Sie da waren, dass Sie es mit uns ausprobiert haben, so mit dabei waren. Und wir möchten jetzt gleich weitergeben. Und zwar haben wir mal auf dem Schulhof ausprobiert. Wir haben so versucht, ein bisschen die Schüler auszutricksen. Wir haben nämlich zwei Joghurts vorbereitet. Also es sind beide dieselben Joghurts. Nur bei einem Joghurt haben wir noch ein bisschen roten Farbstoff dazu gegeben. Und wir haben den Schülern gesagt, sie sollen mal probieren, ob sie einen Unterschied schmecken. Und was dabei rausgekommen ist, sehen sie jetzt gleich. Und der Herr Schmor erklärt das auch dann danach im Schmorlabor. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Also wir bitten euch jetzt mal die beiden Joghurts zu probieren und dann uns mal zu sagen, ob ihr einen Unterschied schmeckt. Und? Nicht wirklich. Nee. Schmeckst du einen Unterschied? Ja, der ist süßer. Ist Joghurt mit Erdbeeren? Schmeckst du einen Unterschied? Nein. Okay. Schmeckst du einen Unterschied? Ja, ein bisschen. Und welchen? Der schmeckt ein bisschen anders. Süßer oder? Ein bisschen süßer, ja. Okay. Schmeckt dir einen Unterschied? Nein. Ich auch nicht. Okay. Warte, schmeckst du einen Unterschied? Nö. Schmeckst du einen Unterschied? Welchen? Nein. Schmeckt nach Kleingeld. Sind beide sauer. Ja, und ein Unterschied? Irgendwie, der hier hat mir am Anfang so eher nach Frucht geschmeckt. Der hat ein bisschen weniger Geschmack. Danach hat er mir auch genauso geschmeckt wie die beiden. Also sie sind beide sehr, sehr sauer und du musst nicht stoppen. Ja. Schmeckst du einen Unterschied? Nee, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, danke. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode vom Schmorlabor. Heute Episode 3, auf den Geschmack gekommen. Meine Assistenten, die Lina und den Georgios aus dem Chemieleistungskurs, kennen Sie ja noch von letztem Mal. Und ansonsten wünsche ich Ihnen heute viel Spaß. Ja, wir fangen an mit der Auflösung von den Experimenten aus der letzten Episode. Wir hatten ja bei einem ein wenig geflunkert. Und die Auflösung kommt jetzt. Die Sache mit dem magisch aufgeladenen Wasser, das war natürlich Quatsch. Das passiert nicht, wenn man Wasser in der Mikrowelle auflädt und dann über Zucker gibt. Wir haben da nämlich den Zucker mit konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Und Schwefelsäure ist eine extrem hygroskopische Flüssigkeit. Das bedeutet, sie zieht sehr stark an den Wassermolekülen. Ein bisschen übertrieben kann man sich das so vorstellen, dass sie so stark an den Wassermolekülen zieht, dass sie sogar aus den Molekülen gezogen werden. Was dann das Schwarze war, was am Ende übrig geblieben ist, das ist hier der reine Kohlenstoff. Mhm. Also, diese Begründung, warum auf einmal dieser Zucker schwarz wurde und sich so aufgebläht hat, ist zum einen dadurch, dass dem Zucker das Wasser entzogen wurde. Und auf der anderen Seite haben da noch eine Redoxreaktion stattgefunden. Zum einen ist der reine Kohlenstoff, wurde dann oxidiert, der reagiert dann zu Kohlenstoffdioxid. Und auf der anderen Seite wurde die Schwefelsäure reduziert zu schwefeliger Säure, hier.
sodass in der Gesamtreaktion praktisch der Kohlenstoff mit der Schwefelsäure zu Kohlenstoffdioxid und schwefeliger Säure reagiert hat. Jetzt müssen wir noch klären, warum dann dieser Brei, dieser schwarze Haufen sich so aufgebläht hat. Das liegt einzig und allein daran, dass diese schwefelige Säure dann zerfällt, und zwar in das Gas Schwefeldioxid und in Wasser. Jetzt nur ein kleiner Exkurs, damit wollen wir uns heute gar nicht auseinanderhalten. Wie funktioniert überhaupt so eine Mikrowelle? Da lädt sich nämlich kein Wasser auf magische Art und Weise auf. Man muss dazu sagen, in den Lebensmitteln befinden sich immer Wassermoleküle, es ist immer Wasser vorhanden. Und Wasser ist nun mal ein Dipol. Aufgrund der hohen Elektronegativität von dem Sauerstoff ist es da partiell negativ geladen. Und was ist jetzt, wenn eine negative Ladung in einem elektrischen Feld ist? Wie man hier sieht, richtet sich dann die negative Partialladung gegenüber der positiven Ladung hin aus. Also, die Gegensätze ziehen sich an. Und was passiert jetzt in der Mikrowelle? Die Mikrowellenstrahlung ist eine hochfrequente elektromagnetische Strahlung und die sorgt dafür, dass die Wassermoleküle sich immer wieder neu ausrichten. Das sieht man hier unten ganz gut. Und dadurch, dass sich die Wassermoleküle immer wieder neu ausrichten müssen, bewegen sie sich sehr heftig und durch diese Bewegung entsteht wie beim Reiben der Hände etwas Wärme und nicht nur etwas Wärme, sondern das ist die Wärme, die nachher das Essen so schön warm macht. Zusammengefasst, die Mikrowelle funktioniert so, dass die Wassermoleküle zum Bewegen, zum Rotieren, zum Vibrieren gebracht werden. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema, dem Geschmack. Wie ihr vielleicht wisst, kann die Zunge 5 Geschmäcker schmecken. Da hätten wir zum einen salzig, bitter, süß, umami und sauer. Und früher dachte man auch, dass es bestimmte Zonen auf der Zunge gibt, dass nur eine Region süß schmecken konnte oder salzig, und das ist halt mittlerweile widerlegt worden. Man hat sogar festgestellt, dass es jetzt einen sechsten Geschmackssinn geben könnte, und zwar den für Fett. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr so auf Spiegel online nachlesen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man erkältet ist oder wenn kleine Kinder zum Beispiel kein Spinat essen wollen, dann halten sie sich immer die Nase zu. Und das machen wir, dass die weniger schmecken. Und warum das so ist, erklären wir euch dann. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber nicht nur die Zunge, sondern auch die Augen, die Ohren und die Nase schmecken mit. Ja, und das liegt vielleicht daran, dass der Geschmackssinn sehr wenig ausgebildet ist. Wir können nur 5 Geschmäcker, vielleicht auch 6, mit dem Fett schmecken. Und unsere Nase kann über 10.000 Gerüche wahrnehmen. Jetzt haben wir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn man eine Orange isst, dann tut die Zunge nur das Süße und Saure schmecken. Und durch das Zerkauen werden die Aromen frei, die dann in die Nase gelangen. Und die Nase schickt dann die Signale von den Aromen, schickt sie ins Gehirn, und dort wird dann der Orangengeschmack, den wir kennen, zusammengesetzt. Also, daraus schließen wir, dass die gustatorische Wahrnehmung auf dem Tastsinn, dem Geruchssinn, dem Sehsinn, also dem Tastsinn der Zunge, dem Sehsinn und natürlich dem Geschmackssinn basiert. In den Pausenumfragen haben wir einen Versuch durchgeführt. Und zwar sollten die Schüler sagen, welchen Joghurt sie besser finden. Und da haben wir einfach einen normalen Joghurt genommen und haben den rot eingefärbt. Und es war ganz überraschend, dass die Schüler keinen Unterschied geschmeckt haben. Und eine Studie hat auch bewiesen, dass man mit dem roten Joghurt eine Fruchtigkeit verbindet, zum Beispiel Erdbeere, kennt man alle. Und durch diese rote Farbe denkt man halt, dass der Joghurt viel süßer schmeckt als ein normaler Joghurt. Ja, in einem weiteren Beispiel, das ist auch ein Versuch, hat man einfach Weintester in rotem Licht, also Licht, dass man nicht mehr erkennt, welche Farbe welcher Wein hatte, Weine probieren lassen, und es ist echt herausgekommen, dass die Weintester dann einfach nicht mehr wussten, welcher Wein rot und welcher Wein weiß war, rein vom Geschmack her. Wenn ihr uns jetzt immer noch nicht glaubt, dann könnt ihr es auch selbst zu Hause versuchen. Und dazu braucht ihr auch nicht viel. Ihr braucht nur zum Beispiel einen Apfel, eine Möhre, eine Kohlrabi oder eine Gurke oder sowas ähnliches. Und dann braucht ihr noch eine Augenbinde und eine Nasenklammer, damit tut ihr 2 Sinne entfernen. Und dann braucht ihr noch einen Versuchspartner. Genau. Zuerst schneidet ihr das, ihr könnt es in Würfel schneiden, das ist die einfachere Version. Und dann halt probieren, ob es trotzdem noch schmeckt. Euer Versuchspartner muss euch dann halt irgendwie füttern oder so. Sonst wisst ihr es ja. Ja,
Aber wenn ihr es noch schwieriger haben wollt, dann püriert ihr diese ganzen Sachen, weil dann ist auch der Tast in der Zunge ausgeschaltet. Und wenn ihr es dann noch schmecken könnt, dann seid ihr echt gut. Ja, und dann seid ihr richtige Feinschmecker. Schlechter Geschmack gefällt, sobald ihr Mode geworden ist. Ja, danke schön. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, oder verabschieden wir uns von euch. Nochmal vielen Dank, Lena, vielen Dank, Georgios. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Experimentieren. Wiedersehen! So, zum krönenden Abschluss. Jonas, wie sieht der Kuchen aus? Er ist fertig. Sieht super aus. Also lasst ihn uns probieren. Yay! Ja. Danke. Ja. Danke. 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 Der ist super. Danke. Das sieht wirklich gut aus. Hoffen wir, dass auch so gut schmeckt. Ja. Ist dir richtig gut gelungen. So, und während alle probieren, leite ich mal weiter zu den Nachrichten. Abschied. Auch im letzten Schuljahr verabschiedete die Schulgemeinschaft einige geschätzte Kollegen. Herr Verdelis wechselt die Schulform und Herr Laubscher sowie Herr Ulrich traten ihren wohlverdienten Ruhestand an. Sie wurden mit einer schönen Feier und einem anschließenden Grillbuffet gebührend verabschiedet. Neues Schuljahr, neue Gesichter. Auch in diesem Schuljahr begrüßt das WHG zahlreiche neue Gesichter. Am 29. August startet nicht nur die alten Hasen, sondern auch viele neue Elfklässler und noch mehr neue Fünfklässler in ein hoffentlich erfolgreiches Schuljahr am WHG. Wie in jedem Jahr stehen auch in diesem den Fünfklässlern viele engagierte Schülerpaten aus den 10. Klassen mit Rat und Tat zur Seite. Volles Programm im September. Für die 8. Klassen startete das neue Schuljahr mit einigen Projekten. Anfang September führte sie ihren Weg zusammen mit ihren Chemielehrerinnen in das Explore-Labor der BASF. Und Mitte September nahmen sie mit den 9. Klassen an den von Frau Schulz organisierten Suchtpräventionstagen teil. Beide Veranstaltungen stellten eine lehrreiche und gleichzeitig spannende Abwechslung im Schulalltag dar. Methodensicher. Wie jedes Jahr fanden gleich zu Beginn des Schuljahres die Methodentage für die Elfklässler statt. In Stammkursen organisiert besuchten sie zuerst die Stadtbibliothek zum Thema Online-Recherche und lernten dann die Methodenbausteine Formatieren, Excel und Präsentieren umzusetzen. Organisiert wurden die Methodentage von Frau Kühnel, die aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt ist. Wandertag. Am Dienstag, den 27.09., fand der erste Wandertag für alle Klassen und Kurse in diesem Schuljahr statt. Geplant wurden unter anderem Ausflüge in das Planetarium Mannheim, den Kletterpark in Kandel und Speyer oder den Pfälzerwald. Alle Klassen und Kurse hatten einen erholsamen, erlebnisreichen und spannenden Tag. Das war's schon wieder mit der 87. Sendung HTV. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Dinge zeigen, von denen ihr euch inspirieren lassen konntet. In der nächsten Folge würden wir gerne ein paar Bilder von speziellen Gerichten zeigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in den Herbstferien zum Beispiel euer Lieblingsgericht fotografieren und uns die Bilder zukommen lassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.